Morgen, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich vor, Sie kämen in diese Ausstellung und wir schrieben das Jahr 1812. Was würde passieren? Sie würden sich verwundert umschauen, würden sagen, das soll Kunst sein, wären wahrscheinlich zu großen Teilen empört, setzten sich nicht mal hin und verließen unter Protest wieder das Lokal. Warum? Damals herrschte noch ganz streng die naturrichtige Malerei und es gab seit der Renaissance, Mittelalter hatte keine naturrichtige Malerei, überhaupt nichts anderes als wirklich das abzubilden, was wir mit unseren Augen draußen in der Welt sehen. Und dann kam aber bei einer ganzen Reihe von Künstlern allmählich das Gefühl auf, das ist alles so abgebraucht. Da ist überhaupt keine Power mehr dahinter. Die Leute können zwar technisch perfekt malen, aber die Sachen sind gekünstelt, sind nicht wirklich lebendig, atmen nicht. Und so etwa um 1850 gehen dann die ersten Proteste gegen diese Haltung los. Wir kennen die Impressionisten, die schon nicht mehr wie gewohnt malten. Kritiker nannten diese Bilder seien Werke, die noch nicht mal im Embryonalzustand mal seien. Wir kennen Gauguin, Van Gogh, Cézanne, die plötzlich mit einer neuen Farbsprache, auch mit anderen Formen zum Teil, auch mit einer anderen Art von Perspektive die Bilder gestalten. Und dann kommt eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts der ganz große Durchbruch mit den Expressionisten, den Franzosen, Matisse, Derain und so weiter, den Brückemalern, Kirchner und Heckel, wie sie alle heißen. Und dann kommt, das ist der Durchbruch in eine neue Farbsprache. Denn jetzt wird ja nicht mehr naturrichtig die Farbe gegeben. Und dann kommt Picasso mit Braque zusammen, der eine neue Formensprache im Kubismus entwickelt. Das sind diese Bilder, die immer wieder aus diesen geometrischen Flächen zusammengesetzt sind. Und überall ist eine völlige Abkehr vom naturrichtigen Darstellen. Die Leute haben sich damit natürlich oft sehr mühsam abgefunden, aber es gibt eine wunderbare Anekdote von Cézanne, der mal bei einem Atelierbesuch einer Dame auf sie antwortete, nachdem sie gesagt hatte, also Meister, dieser Arm ist ja viel zu lang. Worauf Cézanne sagte, Madame, das ist kein Arm, das ist ein Bild. Und Sie merken vielleicht schon, worauf es rausgeht. Das Bild setzt sich allmählich ab von der naturrichtigen Darstellung. Es entsteht eine eigene Bilderwelt. Und Cézanne hat auch gesagt, er gilt ja als der Vater der modernen Malerei, ich male keine Harmonie in der Natur, sondern eine Harmonie parallel zur Natur. Das heißt, ich nehme schon noch Motive aus der sichtbaren Welt, aber ich nehme mir das Recht heraus, sie anders darzustellen, mit anderen Farben, das gibt eine andere emotionale Stimmung, mit anderen Formen, mit einem viel intensiveren Bildrhythmus und auf diese Weise bekommen diese Bilder wieder Kraft und Intensität. Und wenn erstmal dieser Ansatz da ist, dass man ein Bild zu einer selbstständigen Komposition macht, dann geht diese Entwicklung weiter. Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Mit anderen Worten, am Ende mündet das dann ganz konsequent
unter Umständen auch in die abstrakte Farben- und Formenmalerei. Und in diese Situation, dieser Entwicklung, ist nun 1900 Hermann Wiehl hineingeboren. Und wir werden sehen, Sie können das auch an der Ausstellung wunderbar verfolgen, dass er im Grunde diesen Entwicklungsgang vom noch Naturrichtigen, er war also ein großer Freund von Hans Thoma, das war ja damals der Malerkönig im Schwarzwald, er hatte eine Professur in Karlsruhe, dass er diesen Weg vom Naturrichtigen bis hin zum völlig Gegenstandsfreien geht. Aber als dieser kleine Kerl auf die Welt kam und da in seiner Wiege lag, hatte kein Mensch eine Ahnung, dass das einmal so ein begabter Künstler und so ein vielseitiger Künstler würde. Denn die Mutter kam aus einer bäuerlichen Familie und der Vater war kaufmännisch talentiert. Und von daher war es eigentlich selbstverständlich, dass Wiehl nach der Volksschule eine kaufmännische Lehre machte. Er war dann 1918 noch Soldat und danach hat er sich als Handelsvertreter so gut bewährt, dass er sagte, warum soll ich das eigentlich weitermachen? Ich gründe meine eigene Fabrik. Und da entstand in St. Georgen die Honigfabrik. Unten hängen zwei Bilder, sehr schön, ein fast naiv, liebevoll farbiges Bild dieser Fabrik und dann ein ganz streng konstruiertes, anderes grafisches Werk. Und mit dieser Honigfabrik hatte er sehr, sehr viel Erfolg. Er war morgens immer der Erste, der kam und abends der Letzte, der ging. Kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Ja, und er hat unter anderem zum Beispiel, er war nämlich ein findiger Kopf, er hatte immer irgendwelche Pläne, zum Beispiel diese kleinen Töpfchen für Portionen Honig für die Hotels erfunden, hat unheimliche Auswirkungen gehabt. Ja. Aber in seiner Fabrik selbst, den Honig hat er früher aus Hamburg bezogen, hat er zunächst nur Kunsthonig hergestellt und den hat er zum Beispiel auch im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, dann verschickt an die Soldaten. Deswegen war er UK, er hatte doppeltes UK, unabkömmlich. Man brauchte ihn und es gibt Lanzer, die noch in Stalingrad davongekommen sind, die erzählt haben, wie Honig sei bei ihnen in Stalingrad verteilt worden. Er hieß dann nur der Honig Hermi. Er hatte aber in dieser Zeit schon eine ganze Reihe guter Lehrer gehabt. Der erste, der es gemerkt hat, was das für ein begabtes Bürschchen ist, das war sein Lehrer Hans Dieter in der Schule, ein Maler, der nachher am Meersburg war, über dem Fährehafen oben am Hang ein sehr hübsches kleines Haus besaß. Und dann kamen verschiedene andere, mit anderen Worten, Wiehl hat, obgleich er aus einer der abgelegensten Regionen in Deutschland kam, wo kein Mensch was von damaligen Entwicklungen der modernen Kunst wusste, doch schon immer wieder durch seine Lehrer Informationen bekommen. Und so saß er beispielsweise mal während des Zweiten Weltkriegs in seinem Garten und malte. Da kamen zwei SA-Leute. Und sagten, was machen Sie denn da? Sagte, das sehen Sie doch, ich male. Aber doch nicht so. Also, er gehörte schon zu denen, die der Nationalsozialismus eher als entartet einschätzte. Er hatte auch bei der Reichskammer der Künste sich beworben als Mitglied und wurde abgelehnt, wegen der schlechten Qualität seiner Bilder. Und er bekam Verkaufs- und Ausstellungsverbot. Mal haben sie ihn wohl weitergelassen. Er dachte, auch wenn da hinten im Schwarzwald einer sitzt, der kann uns nicht so gefährlich werden. Er hat dann eigentlich richtig losgelegt mit der Malerei.
nach dem Zweiten Weltkrieg. Da die Firma so florierte, konnte er sich sehr bald seinem großen Hobby, nämlich teuren Autos, widmen. Er kaufte sich einen Mercedes 600, ein irrer Schlitten damals, und fuhr immer wieder auf Reisen, um Künstler kennenzulernen, in moderne Museen zu gehen. Und seine Frau, das war eine gelehrte Hauswirtschaftslehrerin, sie hatten keine Kinder, die hat ihn dann immer sehr energisch vertreten. Und er fuhr zum Beispiel nach Zürich, wo er in dem berühmten Künstlertreff Kronenhalle Chagall kennenlernte, Léger und so weiter. Er fuhr bis nach Valoris, wo Picasso seine Keramikatelier hatte, hat da auch zugeguckt, hat auch einen Teller gekauft von Picasso und vor allen Dingen, er ging in das Geschäft, in dem der Spanier seine Strohhüte kaufte und kam auch mit einem Strohhut aus diesem Geschäft wieder nach St. Georgen. Ja, und bei diesen Besuchen auf seinen Kunstreisen, da hat er sich nun sein ganzes Rüstzeug für seine Malerei doch im Wesentlichen erworben. Er hat also alles kennengelernt, was damals schon modern war. Und von Amerika kam damals ja auch bereits die abstrakte Malerei, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und er war offensichtlich ein Mann mit ganz hervorragend sensiblen Augen, der nämlich wirklich gucken konnte und der es sich auch merkte. Und er begriff zum Beispiel, was die Maler mit diesen neuen Farben erreichten. Wenn Sie sich mal überlegen, wenn Sie eine Landschaft normal so abmalen, wie Sie sehen, dann ist der Unterschied von Bild und Natur nicht sehr groß. Aber nun kommen Maler, die gern zeigen wollen, was sie empfinden, wie sie das erleben, diese Natur, also etwas ausdrücken wollen, daher Expressionismus, die malen Farben, die ihrem Gefühl entsprechen. Ich erinnere mich noch sehr gut, als unsere Tochter noch ganz klein war, sagte sie mal, Mami, ich möchte eine Wiese malen. Ich möchte diese Wiese aber blau malen. Das ist der Knackpunkt. Es war ihr um Blau zumute. Das lernte, wie er lernte, dass die Farben kein äußeres Beleuchtungslicht mehr brauchen, sondern aus sich selbst herausstrahlen. Daher im Expressionismus diese vielen starken Farben und er lernte, wie unglaublich verschieden unterschiedliche Farbnachbarschaften wirken. Wenn ich zum Beispiel ein Blau habe und daneben setze ich ein warmes Gelb, dann ist das eine ganz, ganz angenehme Ausstrahlung, die entsteht. Heiter. Wenn ich neben dieses Blau ein düsteres Graubraun setze, dann kommt sofort eine melancholische und verhangene Stimmung zur Geltung. Dasselbe gilt für die neue Formsprache, den Kubismus. Wenn ich eine Gestalt naturrichtig male, kann ich ihr natürlich auch Ausdruck verleihen. Aber es bleibt begrenzt, während wenn ich eine Gestalt plötzlich mit Ecken und Kanten und Verdrehungen, die alle irgendwie aus der geometrischen Konstruktion kommen, entstehen plötzlich ganz andere Rhythmen, ganz intensive Spannungsverhältnisse. Oder wenn ich sie sehr gleichartig male, wird es plötzlich eine sehr ruhige Gestalt. Sie merken also, mit dieser neuen Farben- und Formensprache ist Wiehl auf ein ganz neues Erfahrungsgebiet gestoßen. Und er wird nun, und das ist eben das Erfolgreiche unter anderem auch bei ihm, nicht einzelne Maler kopieren, sondern er nimmt das, was er lernt, als
Handwerkszeug und macht daraus, und ich war immer wieder erstaunt, wenn ich das sah, doch ganz eigenständige Bilder. Es werden immer wieder Wheels. Und Sie werden es erleben, manchmal sagt man, ja, das ist also wirklich Schwarzwald. Zum Beispiel die ganzen geometrischen Formen der Bauernhäuser im Schwarzwald, die bestehen ja aus Dreiecken, aus Rechtecken, aus Parallelogrammen, aus Trapezen. Ja, da war der Kubismus ja ihm schon sozusagen von Hause aus mitgegeben. Und wenn er dann aber anfängt, plötzlich diese Landschaften sozusagen zu zergliedern, da kommt mal ein Stückchen Dach, da kommt ein Stückchen Baumstamm und so weiter, dann ist das oft auch die Freude am Experiment. Das kommt nämlich dazu. Es ist also immer wieder diese Neugier und diese Freude am Experiment, diese Fantasie, etwas Neues zu machen, die hatte er auch im Praktischen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er zum Beispiel verschiedene Patente angemeldet. Da war erstmal ein Abschleppseil für Kraftwagen, dann gab es ein Frostschutzmittel im Winter für Bäume und dann gab es eine Überdachung bei Tankstellen, wenn es regnet. Denn damals standen die Zapfsäulen noch so frei in der Gegend. Also Sie merken, er war einfach ein enorm unternehmungslustiger und fantasiereicher Geist. Er musste immer was bewegen. Ja? Diese Reisen, die waren natürlich für den Schwarzwälder insbesondere sehr wichtig. In einer Großstadt wäre er viel früher berühmt geworden. Aber ich habe mal in der Schule gelernt, das Lied, wer noch frisch und jung an Jahren, und da heißt es eben, bleib nicht sitzen in deinem Nest, reisen ist das Allerbeste. Danach hat sich also Wiel gerichtet. Und als ich für das Buch recherchiert habe, ist mir dann noch immerhin vor ein paar Jahren es passiert, im Schwarzwald oben, da habe ich mit einer Frau über ein Bild gesprochen, es hängt auch unten, das waren so Fichten, die waren als Raute gezeichnet oder gemalt und zwischendrin die Äste waren so Querlinien. Und da sagte mir die doch allen Ernstes, ha, was soll denn das auch jetzt sein? Sie wusste es ganz genau, aber sie hat es einfach nicht akzeptiert. Gut, das gibt es also auch heute noch in St. Georgen. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Leute, die den Wiel damals hoch geschätzt haben. Vor allen Dingen, die mehr von außen kamen. Wiel hat zum Beispiel große Ausstellungen in St. Georgen organisiert, mit bedeutenden Leuten, mit Antes, mit Grieshaber, mit Erich Hauser, mit Dix, mit Ackermann und so weiter. Und in der Kritik galt er immer als der Beste oben in dieser Schwarzwaldregion. Er wusste zwar, dass er seine Bilder nicht verkaufen könnte, er sagte, das macht nichts, die sind noch nicht so weit. Und einer, der ein Bild kaufte, sagte, ihr hebt es gut auf, in 30 Jahren ist es viel wert. Ja. Und Schwerpunkt ist der Schwarzwald natürlich in seinen Bildern. Und ich kenne keine anderen Bilder von einem Maler, der so auf diese Art sich mit dem Schwarzwald befasst wie Wiel. Wie vielseitig er übrigens ist, können Sie wunderbar auch in dieser Ausstellung hier sehen, wenn Sie seine Selbstbildnisse vergleichen. Hier oben, das ist noch so fast ein bisschen postimpressionistisch, unten hängt dann eines zu brauntonig mit Baskenmütze, da merkt man diesen neuen, fast eruptiven Pinselduktus, den die Expressionisten bringen. Dann gibt es ein kubistisches, aus verschiedenen farbigen, geometrischen Formen zusammengesetzt. Und dann gibt es eben dieses ganz farborientierte blaue Selbstbildnis, was auch als Cover auf dem Buch ist. Er ist, könnte man meinen, so ein Hansdampf in allen Gassen. Das ist er aber gar nicht. Er entwickelt wirklich ganz solide seinen vielgestaltigen Stil. Er hat eben nicht nur eine, sondern viele Seelen in seiner Brust. Und wo er auch oft
malt, ist insbesondere auch der Bodensee. Und wenn Sie dieses Bild von Haus Stern sehen, was ja auch auf dem Plakat ist, dann fragen Sie sich vielleicht, ja, wieso ein grüner See? Es gibt einen roten See, es gibt einen goldgelben See und so weiter. Es gibt einen See mit ganz schweren blauen, schwarzen und weißen Pinselstrichen drin. Ich komme ja nun selbst vom Bodensee. So ist der See immer wieder. Nicht in dieser Heftigkeit der Farben. Aber je nach Lichtsituation ist das Wasser unglaublich verschiedenfarbig. Und das ist im Grunde diese Art, eine Serie zu malen, was er übrigens öfters hat. Sie werden es mal merken, Rote am Untersee, das ist immer wieder dasselbe Motiv zum Beispiel, aber immer wieder in anderen Varianten, kommt eigentlich aus dem Impressionismus. Denn der Impressionismus war der erste Stil, der begriffen hat, dass es zum Beispiel nicht das Haus Stern gibt, sondern immer nur ein Motiv in einer bestimmten Lichtfarbsituation, zu einer bestimmten Tageszeit, Jahreszeit und so fort. Das ist also sozusagen ein ganz alter Gedanke, den Wilke mit großem Gewinn immer wieder auf sich nimmt. Er war immer wieder auch im Süden und manche Seebilder sind sicher auch von dieser leuchtenden südlichen Farbigkeit mitgeprägt. Er hat viele Blumen gemalt, davon hängen einige hier auch, aber das wäre ein so riesiges Spektrum. Da hängen zum Beispiel diese ganz kraftvollen Sonnenblumen, wie Baumstämme sehen die aus. Aber es gibt im Buch zum Beispiel auch ein Mohnblumenbild, das besteht aus lauter Dreiecken. Und Mohnblumenblätter sind ja tatsächlich im Prinzip etwas dreiecksähnlich. Und da sind nur ganz leise Farbnuancen. Also in diesem Spektrum geht es bei ihm auch. Ja, und Bodensee, wie kommt er eigentlich an den Bodensee? Er hat durch seine Ausstellungen, die er in Schwarzwaldbogen organisiert hat, unter anderem Otto Dix kennengelernt. Und mit dem war er nachher richtig auch befreundet. Er war der einzige Schüler, den Dix je übernommen hat. Sagt sonst mal, wie sowas nicht. Und bei Dix hat er ganz stark nochmal das Erfassen eines Gegenstandes gelernt, in der Art, wie Dix eben gegenständlich malte. Er war ja auch kein blanker Naturalist. Und Dix lehnte die abstrakte Malerei völlig ab. Er sagte, das ist eine Malerei mit dem Besen. Man kann auch das Tiefe an der Oberfläche verbergen. Und auf der anderen Seite lernte er Max Ackermann kennen. Max Ackermann war ein Vertreter der sogenannten Absolutmalerei. Das heißt, alle Formen sollen überhaupt keine Beziehung zu Gegenständen haben. Sollen reine Formen um ihrer selbst willen sein. Und in diesem Spannungsfeld, da lernt natürlich viel, unendlich viel. Und von daher kommt auch diese Bandbreite seiner Bilder. Aber auch seine abstrakten Kompositionen sind dann wieder so individuell, dass man sagt, ja, Mensch, Kerl, du hast deine eigenen Bilder gemalt. Herr Oberbürgermeister Lang hat es schon angetönt, wie die Schweizer sagen. Es ist ein großes Glück, dass man diesen Maler überhaupt wieder entdeckt hat. Warum ist er eigentlich so lange vergessen gewesen? Nicht nur, weil die Schwarzwälder für seine Bilder keinen Nerv gehabt hätten. Viele haben sie ja mögen. Aber Wiehl hatte keine Kinder. Und als er gestorben war, wurden dann halt die Bilder im Keller aufbewahrt und kein Mensch kümmerte sich mehr groß um. Wenn Sie heute in Herrn Röders Haus gehen, da weiß man auch nicht, ob es mehr Bilder oder mehr Möbel gibt. Und dann, eines Tages trinkt Herr Röder Wind davon. An sich
vertritt er 18. und 19. Jahrhundert, aber da hat ihm sein Vetter, sein Georgen, gesagt, du hör mal, da sind irgendwelche Bilder, die sollst du mal angucken. Ja, und Herr Röder geht also hoch und siehe da, das ist ein Schatz, der da gehoben wird. Und jetzt, Sie haben ihn gesehen, ein Mann von kräftiger Statur und von kräftigem Willen und von enormer Energie und Kraft. Jetzt zog er mit seinem Auto los und fuhr quer durch ganz Deutschland und überall im Schwarzwald ging er von Haus zu Haus, habt ihr einen Wiel. Und auf diese Weise hat er sich eine unglaublich große Sammlung von Wielbildern erworben. Und er hat dann zunächst einmal schon zwei Kataloge herausgegeben, zusammen mit seiner Tochter Tamara. Ohne die lief sowieso nur die Hälfte. Und dann hat er, also ich bin mal irgendwann gefragt worden von jemandem, gucken Sie sich das mal an, gefällt Ihnen das? Da habe ich gesagt, ja. Ja, und dann sagt, kämen Sie mal mit nach Oberhuldigen und sehen sich die Bilder im Original angucken. Ja, mache ich. Ja, und dann war es um mich geschehen. Nicht? Und dann waren erst mal Reden und dann kam eben dieses Buch, was mich übrigens sehr freut, Herr Fritz. Wiel hat ja mit dem Dix oft zusammengemalt und in der Ausstellung hängt ein Blumenstrauß von Wiel und im Buch habe ich einen Blumenstrauß, den Dix am selben Tag auch gemalt hat, wie Wiel. Und gucken Sie selber, aber ich finde, in dem Fall ist das Wiel-Bild besser. Also, er war schon ein Kaliber. Ja, und auf diese Weise kommt nun diese Ausstellung zustande. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, was sind eigentlich Bilder, die keiner anschaut? In Stuttgart in der Staatsgalerie hängt ein Schild. Der Betrachter ist genauso wichtig wie das Kunstwerk. Die Gehirnforschung ist inzwischen so weit, dass sie weiß, dass wenn wir Bilder anschauen, wir nicht nur mit den Augen das Bild wahrnehmen, sondern mit unserer ganzen Person. Das merken wir, uns gefällt ein Bild oder es gefällt uns nicht und wir reagieren nicht nur optisch, sondern wir reagieren auch emotional, auch mit unserem Verstand versuchen zu erklären, warum gefällt uns dieses Bild oder warum gefällt uns ein anderes nicht. Was haben wir für Empfindungen, was haben wir für Assoziationen? Mit anderen Worten, Bilder leben nur, wenn man sie anschaut. Genau wie Musik nur lebt, wenn man sie hört oder spielt. Wie Gedichte, Literatur nur lebt, wenn man sie spricht oder wenn man liest. Kunst ist also immer auf Kommunikation angewiesen. Und da ist es natürlich auch wichtig, wie werden Bilder präsentiert. Und ich habe ja nun wirklich schon viele Wiel-Ausstellungen gesehen. Aber ich habe es Herrn Fritz schon gesagt und ich möchte es auch Frau Cäsar sagen. Ich habe noch nie eine so vorzüglich gehängte Wiel-Ausstellung gesehen. Meinen besten Dank. Bleibt mir nur, Sie aufzufordern, machen Sie die Augen auf und entdecken Sie Hermann Wiel auch für sich selbst. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Schäfzig, für diese begeisternde Einführung in die Ausstellung. Ich glaube, wir haben uns alle große Freude, die Ausstellung uns nochmals genauer anzusehen. Danke. Dankeschön für die Einführung und auch für die Lebensgeschichte von Hermann Wiehl, die Sie uns vermittelt haben. Ich glaube, es gehört beides zusammen. Ein großartiger Maler. Wir freuen uns, ihn hier zeigen zu können. Wir sagen Ihnen Dankeschön mit einem kleinen Strauß Blumen. Dankeschön, Frau Schäfzig. Oh, schön. Dankeschön.